Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch zusammen die Ernährungspyramide durchgehen. Sie wurde von Wissenschaftlern definiert, um die wichtigsten Ernährungsgruppierungen darzustellen. Ganz unten finden wir die Getränke. Diese sollten vor allem Wasser, also stilles Wasser und ungesüßte Tees beinhalten. 1,5 bis 2 Liter Wasser sollten wir trinken, weil unser Körper zu 3/4 aus Wasser besteht. Die nächste Gruppe besteht aus Getreideprodukten, da bitte vollkommen Produkte zu uns nehmen, weil die besser verwertet werden können von unserem Körper, von unserem Darm. Und ihr wisst ja, der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit. Die nächste Gruppe besteht aus Obst und Gemüse. Bitte fünfmal am Tag reingreifen, damit unser Körper die wichtigsten Vitamine, Pflanzen und Nährstoffe bekommt. Die nächste Stufe besteht aus Fisch, Fleisch und Milchprodukten. Wenn ihr laktoseintolerant seid, bitte laktosefreie Milchprodukte und mehr Fisch als Fleisch. Ganz oben an der Spitze finden wir Süßigkeiten. Davon bitte wenig zu uns nehmen, weil sie aus Zucker, aus Kohlenhydraten bestehen und die werden in Fett umgewandelt, bekannterweise. Und wir brauchen keine Fettleber, wir brauchen keine Zunahme des Gewichtes. Nebenbei bitte sportliche Aktivitäten 2 bis 3 Mal in der Woche. Und wie gesagt, ganz wichtig, 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken. Unsere Ernährung sollte aus drei wichtigen Anteilen bestehen, und zwar diese sind definiert: einmal 20% Proteinen, davon bitte ungesättigte Aminosäuren, und dann 20% Fetten, da bitte mehr pflanzliche als tierische Fette, und der Rest 60% aus Kohlenhydraten, aus, wie gesagt, aus Vollkornprodukten und aus Ballaststoffen. Die sind wichtig für unsere Darmfunktion, für unsere Peristaltik, zu Erhalt unserer Gesundheit. In diesem Sinne, bleibt gesund, stay safe. An apple every day keeps the doctor away. Mehr Informationen auf meinem Udemy-Kurs. Euer Dr. Meditam Doshi.